RSA. Mission Rock. RSA sucht Sachsens beste Rockbands. RSA. Ja, diese Woche, da dampfen wir in die Nähe von Glauchau und zwar ganz genau ins beschauliche Lobsdorf. Aber so beschaulich ist es da überhaupt gar nicht, weiß Bob, der Gitarren- und Mikrofonbearbeiter von Ampex. Erzähle mal, Ampex, der Name, der klingt ein bisschen wie eine stylische Zukunftsdroge. Macht ihr süchtig oder woher kommt der Name? Nee, Ampex setzt sich zusammen aus den Namen Amp und X. Und dazu gibt es eine kleine Story. Unser Bassist hatte mal einen ganz alten DDR-Verstärker. Und den haben wir so lange gequält, bis er eben dann wirklich kaputt gegangen ist. Und dann hat er vor Wut gesagt, scheiße, jetzt habe ich meinen Amp geäxt. Und daraus ist Ampex entstanden. Erste Sahne. Und genau dieses Feeling, da hören wir jetzt mal rein hier bei RSA der Mission Rock. Ampex aus Lobsdorf. Hier sind die Jungs mit Paralyzed. Doch ordentlich nach vorn. Das gibt's in Lobsdorf zu hören. Ampex sind es gerade gewesen mit Paralyzed. RSA. Mission Rock. RSA sucht Sachsens beste Rockbands. RSA. Und das nächste Teil liegt direkt auf und heißt Between Your Eyes. Da hören wir jetzt auch mal rein. So wird in Lobsdorf bei Glauchau gerockt. Ampex waren das gerade mit Between Your Eyes. RSA. Mission Rock. RSA sucht Sachsens beste Rockbands. RSA. So, Bob, erzähl mal. Wann hattest du deinen ersten BH aus dem Publikum am Mikrofonständer hängen? Oder was ist denn die krasseste Fangeschichte? Meine beste Fangeschichte war eigentlich in Chemnitz, als wir im Schauspielhaus gespielt haben. Ja. Irgendwann fing das Publikum an, den Namen des Vaters von unserem Schlagzeuger zu rufen. Und wir danken ihm dafür, dass wir bei unserem Schlagzeuger im Proberaum halt kostenlos spielen dürfen. Und der Proberaum ist halt zu Hause bei ihm. Ja, und das war so die beste Story eigentlich, was auch viel Spaß gebracht hat bei dem Konzert. Die Fans haben euch sozusagen, beziehungsweise dem Papi gedankt, wie heißt denn der? Genau, ja, dass wir auch existieren. Wie heißt denn der Vater eures Schlagzeugers? Volkmar. Der Volkmar, und ist ja auch ein richtiger Rocker? Ja, der hat früher auch sehr viel Musik gemacht, jetzt gibt es noch Gitarrenunterricht, aber er hat schon echt drauf. Na, und dass die Gene gut angekommen sind, davon können wir uns jetzt nochmal überzeugen. Ampex, wir hören nochmal rein, hier ist die Nummer Revenge on You. Yeah.
Das sind die Rocker von Ampex aus Lobsdorf hier bei RSA. RSA. Mission Rock. RSA sucht Sachsens beste Rockbands. RSA. Bob, du bist der Fronter, erzähle mal. Die ganzen Nummern, die wir jetzt gehört haben, die sind ja von eurer Demo-CD. Wird da nochmal was hinterherkommen, eine LP oder eine EP? Ja, wir hatten 2009 eine Demo-CD aufgenommen, sozusagen als erste richtige Studioaufnahme. Und zwischenzeitlich haben wir dann nochmal ein paar Stilwechsel vollzogen, neue Sachen ausprobiert, eine kleine Akustikplatte aufgenommen im Proberaum. Und jetzt ab Mai fangen wir an, gerade ein neues Album zu produzieren, direkt bei uns im Proberaum auch. Ja, und das wird voraussichtlich im September dann fertig sein. Ja, und der Festival Sommer, der steht ja auch direkt vor der Tür. Wann gibt's denn bei euch mal wieder Live-Pogo? Das nächste Mal ist erst dann im September zu einem Open-Air-Festival in der Gemeinde Kallenberg, auch in der Nähe von Glauchau. Und das wäre am 17.09. Und da haben wir auch schon Bands gespielt wie Dritte Wahl etc. Und wir spielen da dieses Jahr auch zum ersten Mal. Ja, das wird der nächste Gig sein. Und den Verweis dazu, den finde ich bestimmt auch im Internet. Wo seid ihr da vertreten? Wir sind vertreten auf Facebook, einfach unter Ampex, unseren Bandnamen. Und auf MySpace, das wäre www.myspace.com/ampexband. Bob, der Fronter und Rocker von Ampex aus Lobsdorf bei Glauchau. Letzte Worte an alle Rocker und eure Fans. Unterstützt einfach junge Bands wie uns. Geht zu den Konzerten, geht mal freitags nicht in irgendeinen Club, geht zu einem Live-Konzert. Das ist jedes Mal eine besondere Erfahrung, die ihr einfach euer Leben lang behalten werdet. So ist es, danke dir. RSA. Mission Rock. RSA sucht Sachsens beste Rockbands. RSA.